Jetzt kommt die Erklärung über das oder beziehungsweise die Stellungnahme über diese Behauptung, was wir da gefunden haben, wird inshallah eine schöne Überraschung für ihn und für seine Anhänger sein. Erstmal, diese Quelle befindet sich Al-Kafi und in einer Form von Ruhe. Das heißt, es wird erzählt, dass der Esel mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat und berichtete, dass er von einem Esel abstammt, der durch Nuhs Esel oder beziehungsweise abstammt durch Nuhs Esel. So, was ist daran erstmal darüber zu lachen? Was ist daran so lustig? Also der Hudhud, das ist ein Vogel, hat mit Suleiman gesprochen. Mit Nuh alaihi salam gesprochen. Und die Ameise sprach mit Suleiman alaihi salam. Und dafür gibt es genug Beweise in dem Koran, dass die Tiere mit den Propheten sprechen können. So, erstmal das. Zweitens, wie gesagt, also diese Sache wird mit Ruhe erzählt. Das heißt, es wird erzählt, dass ein Esel hat mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Diese Riwaya hat kein Sanad, also bei uns kein Sanad, und wird für nicht wahr berichtet, also eingestuft, nicht richtig. Aber was bei den Sunniten zu lesen ist, oder bei diesen Menschen, diese Wahhabiten vor allem, zu lesen ist, Folgendes. Diese Behauptung bzw. diese Geschichte befindet sich in dem Buch Dalail al-Nubuwa der Abi Naim al-Asfahani, der gestorben ist 430 nach Hijra, und lautet wie folgt: Haddathana Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Musa al-Ambari, Kitab Dalail al-Nubuwa der Abi Naim al-Asfahani, nochmal Abi Naim al-Asfahani, Dalail al-Nubuwa. حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى العنبري حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف حدثنا إبراهيم بن سويد الجذوعي حدثنا عبد الله بن أذين الطائي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر حمار أسود فوقف بين يديه فقال من أنت؟ هي wird überliefert, dass einen an der Zeit von Khaybar einen schwarzen Esel zu dem Propheten gekommen wäre, stand er vor ihn und dann fragte er ihn, wer bist du? Er sagt, ich bin Amr ibn Fulan. كنا سبعة أخوة ركبنا الأنبياء وأنا أصغرهم وكنت لك فملكني رجل من اليهود فكنت إذا ذكرتك كبوت به فيوجعني ضربا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت يعفور. Also, er sprach mit ihm, der Prophet fragte ihn, wer bist du? Er sagt, ich bin Amr ibn Fulan. Amr, Sohn von Fulan. Merkt euch diesen Namen. Warum? Weil sie haben mehrere Esel mit verschiedenen Namen, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen haben. Ein von diesen Esel ist dieser, Amru ibn Fulan. So. Er sagt, wir waren sieben Geschwister, wurden von den Propheten geritten, und ich bin der jüngste von denen. Und ich gehörte dir, wurde ich aber von einem Mann besetzt, also genommen, der Jahud ist, von den Juden. Und immer wenn ich dich erwähnt habe, hat er mich immer geschlagen. Dann nannte ihn der Prophet Ja'fur. So, das ist die erste Quelle. Die zweite Quelle von Ibn Asakir. Ibn Asakir ist 571 gestorben in seinem Buch As-Saraya, Band 6, Seite 10. Steht vor, folgendes in diesem Buch. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أصاب حمارا أسود فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمار فقال له ما اسمك؟ قال يزيد بن شهاب
Also, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Khaybar eroberte, hatte einen Esel geschnappt, der schwarz war, und fragte ihn, wie heißt du? Sag Yazid ibn Shihab. Das ist ein anderer Esel jetzt. أخرج الله من نسل جدي 60 حمارا. Er sagt, Allah hat von meinem Opa 60 Esel herausgebracht, wurden nur durch Propheten geritten. So. وقد كنت أتوقعك لتركبني ولم يبقى من نسل جدي غيري ولا من نسل الأنبياء غيرك. Er sagt, und ich habe immer dich erwartet, dass du mich triffst, damit du mich besteigst, damit du mich bereitest. Und von meinem Stamm, von dem Stamm meines Opas, ist nur ich geblieben und von den Propheten nur du geblieben. Das heißt, du bist der Letzte und ich bin der Letzte. Du bist der letzte Prophet, ich bin der letzte Esel. وقد كنت قبلك عند رجل يهودي وكنت أعثر به عمدا فكان يشبع بطني ويركب ظهري أو يشبع بطني ويركب ظهري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال فأنت يعفور. Also er gab ihm diesen Namen, das ist fast ähnlich wie die andere Geschichte. Aber was hier zu merken ist, dass dieser Esel bei euch Alm al-Ghaib kennt. Also er hat das verborgene Wissen. Also, woher weiß er, dass er von diesem Esel stammt? Entweder wird er eingegeben, also inspiriert, oder hat er Ilm al-Ghaib, eins von beiden. So, er hat Ilm al-Ghaib, sonst woher, wie weiß ein Esel, wer sein Vater ist? So, das muss er am besten wissen. Deswegen gleich Ruder. Ja, Ya'fur, jetzt kommt die nächste Überraschung. Die nächste Überraschung. Er sagt, du heißt ab jetzt Ya'fur. Jetzt kommt. Er sagt, ja, Ya'fur. Der Stahel Inas. Er sagt, magst du Weiber? Weibchen? Halala. Er sagt, nein. Ich mag keine Weiber. Was ist das für eine Überraschung? Also, euer Esel ist auch Homo. Also, bevor du uns mit Steine schmeißt und du wohnst selber in ein Glashaus, du sollst erstmal gucken, was ihr habt für Katastrophen. Bei uns ist nur ein Esel hat mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Mehr nicht. Und das ist ein Wunder. Und trotzdem ist bei uns dieser Hadith ist nicht Musnad. Es ist kein Hadith. Ruya wurde erzählt. Über Ali ibn Abi Talib alaihi wasallam wurde erzählt. Aber kein Sanad, nichts. Aber hier ist Sanad. Da liest du die Haddasani Fulan an Fulan an Fulan an Fulan an Fulan bis zu diesem Esel. So. Das heißt, ihr habt ein Sanad mit einem Hadith. Und von einem Esel, der schwul war, also der Homo war, und Ilm al-Ghaib kennt. Also Homo und Ilm al-Ghaib kennt. فَإِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ صَاحِبِ الدَّارِ أَوْ مَا إِلَيْهِ فَيَعْلَمْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dann sagte er, nannte ihn auch Ya'fur, fragte ihn, magst du Frauen, also Weiber? Sagte nein. قال لا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه في حاجته وكان يبعثه خلف من شاء من أصحابه فيأتي الباب فيقرعه برأسه. Der war schlau, dieser Esel. Also Homo, verborgenes Wissen, also verborgen Wissen, sozusagen verborgenes Wissen ist er, also er kann das verborgene Wissen. Und er war gehorsam und dem Propheten صلى الله عليه وسلم, wenn irgendjemand gebraucht hat von seinen Freunden, hat er ihn zu ihm geschickt, der ging immer zu ihm, hat er mit seinem Kopf auf seine Tür geklopft. So. فَإِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ صَاحِبِ الدَّارِ أَوْ مَا إِلَيْهِ. Das heißt, dieser Esel war, mashallah, also, einmalig. Er geht zu diesem Sahabi, und wenn dieser Sahabi rausgeht, erstmal klopft er mit seinem Kopf so, gegen die Tür, und wenn dieser Sahabi rauskommt, macht er mit seinem Kopf so, das heißt, du sollst zu den Propheten gehen. Was für ein Esel habt ihr? Und ihr greift unser Esel an. So. فَيَعْلَمْ أَنَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ. So, dann wusste der Sahabe, dass ihn der Prophet صلى الله عليه وسلم schickte. فَيَأْتِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ إِلَى بِئْرٍ كَانَتْ لِأَبِي الْهَيْثَمِ ابْنِ التِّيهَانِ فَتَرَدَّى فِيهَا جَزَعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Und als der Prophet صلى الله عليه وسلم gestorben ist, ist dieser Esel zu einen Brunnen von Abil Haytham ibn Tihan
gegangen und hat sich reingeschmissen, also Selbstmord begangen. Das heißt, er geht auch in die Hölle. So. Zwei Quellen bei euch. Jetzt kommt die Quelle, die euch am meisten interessiert. Aber davor noch. Davor noch. Davor noch lese ich noch eine Quelle von den sunnitischen Büchern. Al-Qadi Ayyad, das kennt bestimmt dieser Dabbar. So, berichte mal deine Leute, wer Al-Qadi Ayyad ist. Al-Qadi Ayyad, der 544 gestorben ist, in seinem Buch Al-Shifa fi Ta'rif Huquq Al-Mustafa, Band 1, Seite 276, sagt: وَمَا رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنُ حَمَّادِ بِسَنَدِهِ سَنَد. Da ist ein Sanad. بِسَنَدِهِ von dieser Ibrahim ibn Hammad, er hat ein Sanad, er sagt: بِسَنَدِهِ مِنْ كَلَامِ الْحِمَارِ الَّذِي أَصَابَهُ بِخَيْبَرِ وَقَالَ لَهُ اسمي يزيد بن شهاب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يعفور وأنه كان يوجهه إلى دور أصحابه. Gleiche Geschichte hat er sie hier erwähnt. Und Ad-Dumeiri hat das auch in seinem Buch Hayatul Haywan, Band 1, Seite 251. Und das Buch Ad-Diyar al-Bakri, also von Ad-Diyar al-Bakri, der ist gestorben 982 in seinem Buch Tarikh al-Khamis, Band 2, Seite 187. Und Lisanul Mizan, Band 5, Seite 376. Und diese Geschichte befindet sich nur bei uns, hat As-Saduq einmal erwähnt, und Al-Kafi, Al-Majlisi. Also Al-Kulaini und As-Saduq. As-Saduq hat das erwähnt durch Abschreiben von den Sunniten. Und Al-Kulaini hat das erwähnt mit Truja, ohne Sanad. Nur zweimal ist das erwähnt bei uns. Einmal über die Sunniten und einmal in Al-Kafi ohne Sanad. Aber bei euch befindet sich eins. Haben wir gesagt, Dala'il al-Nubuwa. لأبي نعيم الأصفهاني ابن عساكر إن زين تاريخ إمام الحرمين الشريفين إمام الحرمين إن زين بوخ الشامل في أصول الدين also 3-4 القاضي عياض هذا أفين إن زين بوخ الشفا في تعريف حقوق المصطفى Ad-Dumeiri, 5. 5 Stellen bei euch. 5 Quellen. Jetzt kommt aber die 6. Quelle. Eine wunderschöne Überraschung für die Nawasib. Das ist in Al-Bidaya wa Al-Nihaya von Ibn Kathir. Also Bidaya wa Al-Nihaya, Ibn Kathir. Das ist Band 6. Also mache ich auf. Band 6. Und so schön, schöne Überschrift. Hadithul Himar. Hadithul Himar. Das heißt Hadith von Himar, von Esel. Esel Hadith. Gerechterweise muss ich sagen jetzt. Damit man nicht sagt, Hamza Schummel. وَقَدْ أَنْكَرَهُ غَيْرُ وَاحَدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ الْكِبَارِ. Also viele von den Huffaz, großen Huffaz, haben das verweigert, also abgelehnt, diesen Hadith. Hat er es, aber er nicht. Er hat das hier erwähnt. Also das müsst ihr jetzt, also merken, euch merken. Was steht hier? Diese Sanadul Hadith. فقال Abu Muhammad bin Abdullah bin Hamid أخبرنا Abu al-Hasan Ahmad ibn Hamdan al-Sarhaki حدثنا Umar bin Muhammad bin Bujair حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد إملاء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقبة بن أبي الصهباء حدثنا أبو حذيفة عن عبد الله بن حبيب الهذلي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي منظور قال لما فتح الله على نبيه خيبر أصابه من سهم 4 أزواج نعال و4 أزواج خفاف
وعشر أواق ذهب وفضة وحمار أسود. So, das ist die Beute des Propheten, war unter diesen Beuten war dieser schwarze Esel hier. So, ومكتل. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم حمار. Wie heißt du? Genau die gleiche Vorlesung, die ich hier gemacht habe, befindet sich in Al-Bidaya und Nihaya von Ibn Kathir. Hier, Band 6. Ibn Kathir. Al-Bidaya und Nihaya. So. Band 6, Seite 146. Wer das zu Hause hat, in einigen Auflagen ist das auf Seite 150 und auf Seite 160 in anderen Auflagen. So, aber Band 6 auf jeden Fall. So, hiermit ist die Antwort von Ad-Dabbar